Hallo, ihr Freunde der gepflegten Mittelalterunterhaltung. Willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Wir sind wieder in unserem Dorf und wir stehen vor dem Haus, das wir für den Landwirt oder die Landwirtin oder Land und Landwirtin gebaut haben. Und da fehlen jetzt noch ein paar Stöcke, die wir einbauen müssen. Und es ist kalter Winter. Wir sollten uns ranhalten. Gerade ist meine letzte Fackel kaputt gegangen. Bauen wir die Stöcke, die wir in der Tasche haben, die haben wir vorhin eingesammelt, hier schnell noch ein. Und dann machen wir uns auf ans Lager, um zum einen neue Fackeln zu bekommen, bevor es uns hier so richtig kalt wird. Und dann müssen wir Materialien ranschaffen für unser Nahrungsmittellager, das wir auch in der letzten Folge angefangen haben zu bauen. Da müssen wir noch was fertigstellen, damit wir die Möglichkeit haben, oder damit die Bewohner in unserem Dorf die Möglichkeit haben, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Na, dann gehen die ins Nahrungsmittellager und holen sich da ihre Lebensmittel selber ab. Die Lebensmittel halten im Nahrungsmittellager auch länger. Der Jäger bringt dann das Fleisch auch dorthin. Das macht er, meine ich, nicht im... Also der bringt die nicht ins Rohstofflager, das Fleisch, das er gejagt. Das liegt dann bei ihm im, in der Kiste rum, bis es jemand abholt. Und er ist da eben auch dem Verfall ja, ausgesetzt. So. Wir brauchen als allererstes jetzt mal Fackeln. Und für Fackeln brauchen wir Stroh. Und da haben wir zum Glück einiges. Ja, wir packen mal ein. Wir packen mal ein und machen uns mal ein paar Fackeln. Werden wir jetzt noch welche brauchen im Winter. Ist ja ziemlich kalt. Wir haben noch keine Möglichkeit, uns warme Kleidung herzustellen. Deswegen müssen wir uns mit dem Feuer Abhilfe schaffen. So, oder wir gönnen uns noch, haben wir noch einen Wein? Könnten wir auch machen. Aber da waren wir letztes Mal ziemlich betrunken von dem Wein. Genau, was brauchen wir noch? Fackeln haben wir, Holzstämme brauchen wir noch. Genau, brauchen wir auch einige. Das Haus, das Bauernhaus braucht auch noch Holzstämme. Genau. Ach so, was wir noch haben, habe ich letztes Mal auch eingepackt. Hier diese Schlauchmütze, die können wir aufsetzen. Die gibt uns auch nochmal ordentlich Kälteschutz tatsächlich. So, jetzt sind wir natürlich maßlos überladen. Aber wir gehen jetzt einfach hin und bauen hier die ersten Stämme, die wir auf der Tasche haben, ein. Und dann sind wir auch gleich nicht mehr überladen. Das passt doch ganz gut. So, und... Nein, Ahornstamm. Komm schon. Jetzt, jawohl. Maßarbeit. So, damit ist das Haus auch fertig. Das heißt, wenn wir nächstes Mal in die Stadt kommen, können wir gucken, dass wir jemanden finden, der hier einzieht und uns mit der Landwirtschaft unterstützt. Genau, wie gesagt, wir wollen noch größere Felder anlegen. Wahrscheinlich legen wir dann hier drüben auf der anderen Flussseite noch ein Feld an. Ein größeres Feld. Denn es gibt einiges, was wir brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Leinsamen, die wir einsetzen, um eben an Garn zu kommen. Und was wir auch brauchen, ist Hafer. Wir brauchen jede Menge Hafer und Leinsamen. Das sind die Dinge, die wir maßgeblich brauchen. So, dann nehmen wir uns jetzt nochmal noch ein paar Stämme mit. Ein paar kriegen wir noch unter. Haben wir irgendwas, was wir da lassen sollten? Ne, Stroh brauchen wir auch fürs Dach noch.
Stöcke, hatten wir die alle eingebaut, die wir brauchten? Lassen wir mal die Stöcke da, können wir im Zweifelsfall welche einsammeln, die liegen ja überall rum. Und wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, wir müssen auch noch ein bisschen Überleben skillen. Was wollten wir da haben? Und den Grabungsschuppen können wir jetzt noch bauen, genau. Den wollten wir noch bauen. Kräuterhütte, was war denn das, was wir... Ach, das Feuer, ne? Ich glaube, das Feuer war es. Handarbeit. Wir wollten hier eine kleine Feuerstelle für unser... So ein, ja, genau. Überleben. 335. Da ist jetzt nicht viel passiert durch die Unmengen an Äste, die wir eingesammelt haben. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier noch Fertigkeitspunkte zu vergeben. Ah, bei Produktion, okay. Für was können wir die noch vergeben? Ausdauer verbraucht beim Bauen. Arbeiten in der Näherei. Küche. Haltbarkeitsverlust von Hämmern und Erfahrungsgewinn. Gehen wir doch auf Erfahrungsgewinn. Ich weiß gar nicht, warum Erfahrungsgewinn in der Näherei. Ich glaube, das ist das, was man am wenigsten braucht. Da war ich aber nicht so smart. In der Küche, also beim Kochen, erwirtschaften wir am ehesten Erfahrungspunkte. Werkstatt und Schmiede ist vielleicht auch nicht schlecht. Durch die Schmiede haben wir, also durch die Mine direkt vor der Nase, haben wir natürlich die Möglichkeit, relativ gut an Erz und entsprechend auch Werkzeug ranzukommen. So, ja, jetzt geht es doch hier relativ fix. Ja, wir hätten natürlich auch in Ausdauergewinn beim Bauen gehen können. Boah, das verbraucht aber echt viel. Da brauchen wir nochmal vier. Wahnsinn, da müssen wir ganz schön viele Stämme einbauen. Da müssen wir aber ganz schön viele Stämme einbauen. Und unser Kupfer haben wir jetzt gleich im Eimer. Mal schauen, ob wir da noch einen im Lager haben. So, Truhe. Ha. Kupfer, Hacken, Hammer, keine Hämmer. Okay, da müssen wir dann gleich einen machen. Okay, nehmen wir mal ordentlich mit. Sind wir überladen. Aber bevor wir dann zweimal laufen müssen. So. Kupferhammer. Brauchen wir zwei Barren und einen Stock. Stöcke haben wir auch keine mehr. Mensch. Hier wachsen auch keine Stöcke. Alles abgegrast. So. Da brauchen wir zwei Stück. Und dann machen wir uns noch einen Kupferhammer. Dann können wir hier weiter sehr produktiv an unserem Nahrungsmittelschuppen arbeiten. Den brauchen wir dringend. Oh, irgendjemand hat keine Werkzeuge mehr. Das ist jetzt wahrscheinlich. Wir hatten das vorhin mit der Holzfällerhütte. Brunnen. Holzschuppen. Genau, der hat keine Äxte mehr. Das heißt, wir müssen schnell noch ein paar Äxte hinterlegen im Lager, damit die Holzfäller weiterarbeiten können. Denn ihr seht schon, wir verbrauchen hier Baumstämme ohne Ende. So. Was brauchen wir dafür? Steine.
Haben wir auf jeden Fall. Und Stöcke. So, 5 Steinäxte. Damit können die erstmal arbeiten. Jetzt haben wir 10. Hatten wir schon welche gemacht und die nicht in die Kiste gelegt? Kann das sein? Eieieiei. Unkonzentriert. Konzentriert du bist. So, wenn wir jetzt beim Hinrennen die ganze Ausdauer verbrauchen, dann haben wir dann keine Ausdauer mehr, um sie um was zu bauen. So, hier haben wir noch ein Dach einzudecken. So, hier fehlt auch noch das Dach. Da ist er hin, der Kupferhammer. So, und dafür ist jetzt aber das Nahrungsmittellager fertig. Hervorragend. Gut. Nahrungsmittellager. Genau, und da können wir dann unsere Nahrungsmittel einlagern. Auch die Getränke können wir hier einlagern. Da können wir auf jeden Fall eins zurücklassen. Jetzt haben wir hier noch Weizenbier. Das ist ein ordentlicher Gesundheitsboost. Das wäre mal beim Jagen oder so, wäre das natürlich sinnvoll. Gesundheit plus Gesundheit, mehr Gesundheit. Also das ist Heilung und das ist dann zusätzliche Gesundheit. Genau. Oh, noch was wir direkt da lassen wollen. Wir holen jetzt einfach aus dem anderen Lager die ganzen Lebensmittel. Genau. Äpfel lassen wir mal da. Die haben nur noch 50%. Ich weiß schon, das ist alles sehr weitläufig, aber es ist halt, wie gesagt, dieses Landschaftsding mit dieser Felswand finde ich halt sehr schön und diesem Fluss und ich würde das halt gern alles in meiner Siedlung haben und nicht so ein, ja, so ein Batzen, nenne ich es jetzt mal, so dicht gedrängt, sondern ich finde es ganz cool, wenn es so ein bisschen weitläufig ist. So, was haben wir noch? Karotten. Kohl. Met. Pflaumen. Rote Beete. Alles Lebensmittel. Salz bleibt im Materiallager. Tierfutter. Weinflasche. Zwiebeln haben wir hier noch. So, haben wir auch nicht alles. Und dann haben wir das Zeug eingelagert. Dann haben wir da auch eine bessere Haltbarkeit bei den Lebensmitteln. Bei der Gelegenheit können wir gleich mal einen Happen essen. Ne? Ein paar Beeren vielleicht. Die Sachen, die schon ein bisschen runter sind, 50%. Hier Karotten, Kohl. Die Pflaumen geben auch einen lustigen Buff. Zwiebeln.
Können natürlich auch gleich mal gucken, was wir, ob wir was haben, was wir schön verkochen können auch. Gucken wir doch mal schnell in unserem, an unserem Lagerfeuer. Was können wir denn hier? Achso, nee, am Feuer können wir nicht, im Kessel können wir was kochen. Suppen. Kohl, brauchen wir Holzschalen. Karotten haben wir jetzt gegessen. Müssen natürlich auch mal die Rezepte kaufen. Das, genau, Pilzsuppe ist ganz cool. Dann müssten wir halt das Jahr über mal Pilze sammeln. Gemüsesuppe ist natürlich, da kommt alles rein. Die braucht dann aber auch relativ viel Technologiepunkte. Diese einfachen Suppen, die können wir relativ unproblematisch kaufen. Die kosten auch nicht so viel. Also hier die Pilzsuppe, die kostet bloß 25. Wir könnten zweimal Kohlsuppe machen. Und wir könnten zweimal Rote-Bete-Suppe machen. Wir brauchen halt Holzschalen. Und dann hier Fleisch mit Soße mit den Zwiebeln könnten wir zweimal machen. Brauchen wir Holzteller. Eier haben wir nicht. Milch und Quark haben wir natürlich auch nicht. Und Brei, da bräuchten wir dann, genau, Körner entsprechend dazu. Und das wäre dann hier schon mit Obst 10.000 Technologiepunkte. Find ich irgendwie krass. Also warum ist der Apfelbrei, warum braucht man dafür 10.000 Punkte? Kann es nicht nachvollziehen. Auch Beerenbrei, das sind doch eigentlich die Sachen, die man am Anfang relativ unkompliziert. Hier Beeren und Äpfel. Also ich bin beim Obstkuchen, da bin ich dabei, dass der technologiemäßig fortgeschritten ist. Aber Apfelbrei? Ich weiß nicht. Na gut. Barsche, Beeren. Fleisch. Eigentlich müsste man den ja filetieren. Was braucht man denn, um die Barsche zu filetieren? Braucht man das, kann man das nur an der Fischerhütte machen? An der Werkbank in der Fischerhütte ausgenommen werden. Kann man den im Ganzen? Das können wir mal gucken. Vielleicht kann man den im Ganzen am Lagerfeuer grillen. So, Kohl. Mit Flasche. Einen behalten wir mal. Pflaumen. Salzfleisch. Genau, ich glaube, die rote Bete und den Kohl behalte ich in der Tasche, weil sonst essen die das und ich würde da jetzt gern was draus kochen. Wir müssen halt zum Kochen wieder erst die Werkstatt fertig haben, damit wir uns Teller, Schüsseln, Eimer, dafür brauchen wir jetzt dann die Werkstatt. Das wird jetzt dann das nächste, was wir angehen. Rote Bete. Könnte natürlich sein, dass wir in unserem Lager was haben. Achso, das könnte man doch hier nachgucken. Verwaltung. Lager. Nee. Lager. Materiallager. Haben wir vielleicht hier eine Schüssel oder einen Teller oder so mal gefunden? Mal Holzbecher haben wir ja auch. Nee, aber sieht aber nicht so aus. Nee, schade. Wäre jetzt natürlich cool, wenn wir da was gehabt hätten. Okay, jetzt wird es schon wieder langsam dunkel. So, hier, Werkstatt brauchen wir dann als nächstes. Damit wir die Materialien herstellen können. Ja, die Utensilien herstellen können, die wir brauchen, um was zu kochen. Mal gleich mal hier ein paar Steine sammeln. Zweige. Wir brauchen Überlebenspunkte, damit wir unser Lagerfeuer bauen können. Ich möchte gerne ein steinumrandetes Lagerfeuer haben. Kann ja jetzt nicht zu viel verlangt sein. So. 10.
Steine brauchen wir fürs Fundament. Genau. Mal nochmal nachschauen hier. Technologiepunkte. Überlebenstechnik. Das ist ja auch irgendwie der Komplex. 338,9. Okay. Also es waren jetzt 0,2, sehe ich das richtig? Also das ist extrem langsam. Da müssen wir aber viele Steine und Stöcke sammeln, dass da was passiert. Ja, das ist halt dann einfach, keine Ahnung, Beeren sammeln, Stroh sammeln, das sind die Sachen, die man sammelt, um hier weiterzukommen. So, können wir jetzt den Fisch braten? Ja. Mal kein Fischfilet, sondern den Fisch einfach im Ganzen gebraten. Ach doch, gebratenes Fischfilet. Ich dachte, ich muss mal ausnehmen. Komisch. Wahrscheinlich, wenn man ausnimmt, gibt es dann irgendwie zwei Fischfilet oder so. Okay, der gibt jetzt 12 gebratene Fischfilet, der Barsch. Also der ist dann auch sehr ergiebig. Das ist ja auch nicht schlecht. Essen wir gleich ein. Essen wir gleich noch einen. Okay, dann können wir jetzt den Rest vom Fisch natürlich ins Lager bringen. Es dämmert schon. Ja, jetzt so abends kann man sich natürlich auch ins Lagerfeuer setzen, wenn man eins hätte. Ich meine, ich kann einfach das... Wir haben ja die Option... Moment. Wir können ein einfaches Lagerfeuer machen. Wäre jetzt für den Winter schon angebracht, ne? Hier einfach mal 8. Sitzgelegenheit. Einfach mal so ein Hocker. Das kostet ja 500. Ist halt schon schöner, oder? Andererseits für unser einfaches Lagerfeuer. So machen wir das. Und dann gehen wir jetzt hin. Wie viele Leute wohnen denn jetzt hier in unserem Dorf? 2 Jäger. Ich glaube, hier wohnen nur 2 Jäger. Die anderen beiden, die wohnen ja ein Stückchen weiter im Süden. So, und dann könnten wir doch jetzt hier... Also wir brauchen Baumstämme. Ja, langsam wird es kalt. Und dunkel. So. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ach, wir haben welche einstecken gehabt. Wir hätten ja sogar welche einstecken gehabt. Ja. Jetzt bin ich schmutzig. Ja, wir müssen noch einen Trog bauen. Das steht auch noch an. So. Brennholz. Brennholz. So, jetzt zünden wir das mal an. Und dann... jetzt hier so eine schöne Sitzgelegenheit und dann können wir hier am Lagerfeuer sitzen. Ja, dann können die anderen aus dem Dorf auch daherkommen, können sich am Lagerfeuer gemütlich machen, ist an so einem Winterabend doch gar nicht so verkehrt.
Na, da drüben ist er mit der Fackel unterwegs. Schaut, ob alles in Ordnung ist. Ja, und dann haben wir doch jetzt. Wir haben unser Nahrungsmittellager fertig. Wir haben jetzt zwei. Lass mich mal überlegen. Zwei Gebäude. Einmal hier das Haus für die Landwirtschaft. Und dann hätten wir im Zweifelsfall hier vorne ja auch noch ein Haus, in dem wir jemanden einquartieren können. Vor allem, wenn wir jemanden finden, der wirklich tipptopp ist. Auch wenn wir ihn nicht brauchen, können wir schon mal einladen. Da drüben, hinter unserem Haus, können wir noch zwei größere Häuser hinmachen, für die, die dann in der Produktion arbeiten. Das können wir überlegen. Und den, ach, den Grabungsschuppen wollten wir noch anlegen. Das ist auch noch auf dem Programm. Das könnten wir ja mal zumindest mal anschauen. Den wollten wir doch hier drüben. Hier wollten wir den doch noch hinbauen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Gewinnung. Grabungsschuppen. Genau. Ja, der passt hier doch perfekt hin. Der ist ja echt nicht groß. Oh, dafür sind jetzt aber ganz schön viele von diesen Hecken draufgegangen. Da haben wir sogar alles dafür in der Tasche. Der braucht echt nicht viel. So. Oh, hier brauchen wir Holzstämme. Ah, der braucht ganz schön viel Holzstämme. Ja. Stroh. Haben wir noch genug Stroh? Ja, das müsste noch reichen. Genau. Hier drüben noch. Genau, dann können wir nämlich auch Steine sammeln lassen. Das ist nämlich auch ziemlich ätzend. Und dann haben wir die auch. So, und da brauchen wir jetzt hier Baumstämme ohne Ende. Man sieht schon, also das, wir haben jetzt zwei Holzfäller. Die schaffen schon gut was ran, aber wir verbrauchen ja auch echt Unmengen Material. Ja, für die ganzen Gebäude, die gebaut werden wollen. Und das haben wir ja noch. Jetzt haben wir noch die, die einfachen Gebäude, also die einfachen Wände gemacht, die mit den Stecken. Wenn wir jetzt also eigentlich Blockhütten gebaut hätten, hätten wir noch viel mehr Material verbraucht, ne? So, wir haben jetzt niemanden, den wir hier arbeiten lassen können, oder? Na gut, wir können die Albreda hier arbeiten lassen. Aber die sind jetzt ja fleißig am Bäume heranschaffen. Haben wir ja gerade gesagt, wir brauchen viele. Vor allem brauchen wir auch Brennholz im Winter. Ich glaube, der Holzbedarf im Winter ist ziemlich hoch. Und dann lassen wir den Grabungsschuppen erstmal. Und im Frühjahr können wir ja dann vom Holz weggehen und hier Steine sammeln lassen. Steine. Und natürlich auch Kalkstein ist auch sinnvoll. Wir könnten unser Haus verputzen. Wäre auch nicht schlecht. Haben wir da die Fertigkeit schon dafür? Die ist, glaube ich, hier. Das ist zurückbekommen von Material. Nee. Das hier ist Wände verputzen. Ja, haben wir. Können wir. Könnten wir machen. Tonbewurf müssten wir allerdings im. Wie heißt es, in der Scheune machen. Das heißt, für Tonbewurf bräuchten wir wiederum die Scheune. Man sieht schon, man braucht alle Gebäude, braucht man halt nun mal einfach. Okay, gut. Jetzt haben wir hier einen lauen Winterabend. Ich sitze noch ein bisschen am Lagerfeuer rum. Wir haben, glaube ich, einiges geschafft. Wir haben
Wir haben eigentlich einiges geschafft und nächstes Mal geht es aber schon wieder weiter. Wir sind jetzt gerade in so richtig im Hochziehen der Siedlung. Wie gesagt, die Werkstatt ist das nächste Projekt, das wir brauchen, damit wir ja Utensilien bauen können. Einen Waschtrog brauchen wir sind ziemlich schmutzig. Das wäre vielleicht auch was fürs nächste Mal, dass wir uns nochmal waschen können. Genau. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, ciao, servus.